Das Heidelberg Restaurant ist eines der letzten noch bestehenden deutschen Unternehmen auf der Upper East Side. Original deutsche Gerichte werden hier Touristen und Stammgästen serviert. Letztere erinnern sich noch an eine Zeit, als diese Gegend unter dem Namen German Yorkville bekannt war. Das Lokal liegt in demselben Häuserblock wie die Metzgerei Schaller und Weber, ein weiteres deutsches Geschäft, das seit den 30er Jahren besteht. Das Heidelberg Restaurant wird gerne von Gästen frequentiert, die hausgemachte deutsche Gerichte schätzen. Die Second Avenue war einst ein florierendes Zentrum deutscher Kultur. Nachdem die Mietpreise in der Gegend jedoch in die Höhe schossen, wanderten viele deutsche Bewohner in die Vororte von New York ab. In der Folge hielten sich nur wenige deutsche Geschäfte. Wie Schaller und Weber und Glasers Bake Shop konnte das Heidelberg Restaurant sein Gebäude jedoch käuflich erwerben, als sich die Immobilienpreise noch in Grenzen hielten. In der Folge behielt das Heidelberg Restaurant seinen ursprünglichen Standpunkt bei. Seit 1936 serviert das Gasthaus eine Vielzahl von deutschen Spezialitäten, darunter verschiedene Wurstarten, von denen viele von Schaller und Weber geliefert werden. Kartoffel, Pfannkuchen und Spätzle zählen ebenfalls zu den Lieblingsspeisen vieler Gäste. Die Kellner tragen hier Lederhosen, die Kellnerinnen ein Dirndl. Sie servieren ein abwechslungsreiches Sortiment von deutschen Bieren und Schnäpsen. Das Heidelberg Restaurant ist auch als Heimat des Stiefels bekannt. Hier können Gäste einen einzigartigen deutschen Brauch folgen und Bier aus einem stiefelförmigen Krug trinken, der 2 Liter fasst. An vielen Samstagabenden treten hier Musikgruppen auf. Besonders heimelig wird es, wenn sie ihr Programm im traditionellen Biergarten im Erdgeschoss aufführen. Da seit einiger Zeit an der U-Bahn-Linie auf der Second Avenue gearbeitet wird, können Gäste Geschäftslokale wie das Heidelberg Restaurant manchmal nur schwer erreichen. Steht ihnen jedoch der Sinn nach einem richtigen Wiener Schnitzel und einem echten deutschen Bier, dann lohnt sich die Anstrengung auf jeden Fall. Setzen Sie sich doch einfach mal an die Theke und sprechen Sie einen Stammgast an, der dieses Lokal schon seit Jahren besucht.